Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor fast einem Jahr erschütterte der feige Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hier in Berlin unser ganzes Land. Wir alle mussten auf tragische Weise realisieren, dass der sogenannte IS auch in Deutschland sein bestialisches Unwesen treiben kann. Es zeigte, dass äußere, dass innere Sicherheit immer stärker zusammenhängt. London, New York, Paris, Berlin, Barcelona und erst kürzlich auch eine Stadt in Ägypten zeigen, welche zerstörerische Energie immer noch vom IS ausgeht. Und vor dieser Gefahr können wir alle uns nicht einfach verstecken, sondern müssen sie konsequent auf allen Ebenen bekämpfen. Und das zeigt auch, dass der Islamische Staat eben doch eine Bedrohung für den Weltfrieden und für die internationale Sicherheit ist. Der vorliegende Antrag der Bundesregierung fordert dementsprechend richtig eine Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch den IS. Ein Einsatz, der zum Ziel hat, den territorialen Handlungsspielraum dieser Terrororganisationen weiter zu beschneiden, Rückzugsräume zu beseitigen und Ressourcen der Terroristen zu vernichten. Der territoriale Einfluss des Islamischen Staates wird von Tag zu Tag kleiner, und ein militärischer Sieg im Irak und in Syrien gegen den IS ist in greifbare Nähe gerückt. Wie ein Kartenhaus fällt dieses Konstrukt IS langsam und sicher in sich zusammen. Es wird sich nichts von diesem vormals selbsternannten Staat wünschenswerterweise übrig bleiben. Zurück bleibt aber eine tiefe Schneise der Verwüstung, des Todes und des Leids, die sich wie eine Wunde durch den Irak und durch Syrien ziehen. Knapp 7 Millionen Syrer und Iraker konnten bereits befreit werden, die teils jahrelang unter der unvorstellbaren Terrorherrschaft des Islamischen Staates leben und leiden mussten. Nun bietet sich mit dem nahen Ende des IS die Chance für einen Neuanfang. Und gleichzeitig aber fürchten beispielsweise viele irakische Sunniten Vergeltungsanschläge und Gewalt durch schiitische Milizen, wie dies bereits zuvor geschehen ist. Aus dieser Angst heraus konnte sich der IS lange Zeit auf Unterstützung aus Teilen der sunnitischen Bevölkerung verlassen, weshalb man diese Ängste auch ernst nehmen muss. Aus begangenen Fehlern muss gelernt werden, und es dürfen nicht dieselben Fehler wiedergemacht werden. Hier sind alle Akteure vor Ort gefordert. Hier gilt es, einen Prozess der Aussöhnung anzustoßen, somit einen Übergang hin zu einem friedlichen Mit- oder wenigstens Nebeneinander zu ermöglichen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch jetzt gilt noch, solange der IS im Grenzgebiet zwischen dem Irak und Syrien operieren kann, solange er seine Schreckensherrschaft nicht vollständig beendet ist, solange müssen wir auch weiterhin unseren Beitrag zur Bekämpfung dieser Terrorgruppe leisten. Herr Kollege Diese Entscheidung Hahn, liegt heute in unserer Verantwortung. Herr Kollege Hahn, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage von der AfD. Bitte schön. Müssen nur die Uhr anhalten. Meine Frage ist, ob Sie nicht meinen, dass die Grenzöffnung unter der CDU-Regierung solche Anschläge wie den am Brandscheidsplatz viel eher ermöglicht hat als mangelndes militärisches Engagement in Syrien. Sehr geehrter Kollege von der AfD, ich finde das mit Blick auch auf die Opfer, die also ich finde es bemerkenswert, dass Sie offensichtlich gerne über die Opfer des Anschlags letztes Jahr am Christkindlmarkt hier in Berlin lachen möchten. Ich finde das, muss ich Ihnen sagen, geschmacklos. Und deswegen lehne ich eine Debatte darüber, wie diese Zusammenhänge sind, genau mit Blick auf diese Opfer in dieser Form, so wie Sie sie führen wollen, ab. Sehr geehrte Damen und Herren, die Entscheidung, heute diesem Mandat zuzustimmen,
bedeutet eine besondere Verantwortung. Ich glaube, wir sind das den Menschen im Irak und in Syrien schuldig, aber auch mit Blick auf die Sicherheit in unserem Land. Deshalb bitte ich Sie, entsprechend zuzustimmen. Und abschließend möchte ich mit Blick auf 7 Mandatsabstimmungen diese Woche noch einmal unterstreichen: Die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag machen und haben es sich bis heute nie leicht gemacht, deutsche Soldatinnen und Soldaten, aber auch Polizisten in Auslandseinsätze zu entsenden. Ich finde es daher schon besonders bemerkens- und auch dankenswert, dass die Bundeskanzlerin heute, jetzt in wenigen Minuten, wie in den vergangenen Jahren auch, Angehörige unserer Einsatzkräfte der Bundeswehr und der Polizei empfängt. Und darüber hinaus wird sie über Videokonferenzen direkt sich an die Soldatinnen und Soldaten und die Polizistinnen und Polizisten wenden. Bitte richten Sie, Frau Bundeskanzler, richten Sie unseren herzlichen Dank an die Einsatzkräfte für den wertvollen Dienst in schwierigen Zeiten, in einer gefährlichen Lage aus, während wir das Fest der Liebe, des Glaubens und auch des Friedens feiern. Gottes Segen, Erfolg und alles Gute für unsere Soldatinnen und Soldaten in den Einsatzländern. Dankeschön.